Peter. Da muss mehr drin sein. Da muss mehr drin sein. Hoppa. 6 Meter. Ja, komm, noch so einer, der vorsichtig rumkitzelt. Jetzt. Und ein blauer Sonnenbarsch. Oh, die sind einfach zu fangen. Das ist ja unfassbar. 4 Meter. Sechs Meter, ich krieg das nicht hin. Ja, im Moment krieg ich es auch wieder nicht hin. So, wo stellte man nochmal die Länge runter? Auf O, glaube ich. Schnurrtiefe nicht kürzer machen, sondern länger. Machen wir mal so einen halben 80 Zentimeter vielleicht. 75, 80. So. Kann ich eigentlich mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, 80 ist gut. Hm. Neun Meter. Ich komme nicht mehr auf die 10 Meter. Das gibt's doch gar nicht. Das ist aber halt auch eben nur die Schnur, die da so weit absammelt. Guck mal, ich habe jetzt 9 Meter Schnur ausgeworfen und wenn ich sie dann gerade ziehe, liegt sie bei 5. Das ist halt auch kacke irgendwie. Ja, das geht. Aber du kannst auch 9 Meter oder 10, 15 Meter tatsächlich auswerfen. Und wenn du stramm ziehst, ist er dann bei 14. Noch ein blauer Sonnenbarsch, ey, das gibt's doch nicht. Du ziehst ganz gut was raus, ne? Ja, ist ja auch, so einen blauen Sonnenbarsch zu fangen, ist ja auch voll easy. Ach, ich bleib jetzt bei den scheiß fucking 5 Meter, fick dich. Fluchen. So. Ja, das ist ganz easy, da bei den 5 Metern so einen blauen Sonnenbarsch rauszuziehen, ehrlich gesagt. Ich möchte mal was anderes rausziehen als blaue Sonnenbärsche, die hab ich schon. Ich habe eine Forelle Forellenbarsch rausgezogen. Voll gut, wa? Ja, sehr gut. Ja, Freunde, wir haben jetzt 40 Minuten gespielt. Bisschen geangelt, war ja sehr nett. Sehr 40 Minuten. Ich möchte jetzt noch so einen verdammten Fisch rausziehen. Vorher beende ich dieses Let's Play hier nicht. Let's Play Anything. Wir müssen erst noch so einen scheiß anderen Fisch da rausziehen. Ich möchte nicht nur blaue Sonnenärsche in meinem Inventar haben. Da bestehe ich jetzt drauf. Ich kann mir vorstellen, also das Spiel, na, es ist, ja. Bist du schon wieder so ein blauer Sonnenbarsch? Ah. Also hier passiert nicht viel. Es ist ein Angelspiel, ja. Ich meine, ja. Was erwartet man von einem Angelspiel? Da passiert nichts. Man sitzt und wartet. Und guck, vielleicht. Wie viele Fische habe ich denn? Weißen Fisch. Wo kann ich denn die Fische nachgucken, die ich gefangen habe? Hier beißt erstmal gar nichts. Ich muss mal die. Ah, guck mal hier. Ich habe 11 Fische. Ein totales Gewicht von. Wieso hast du 11 Fische, du Hoden? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blaue Sonnenbärsche, einen jungen Forellenbarsch und 2 Kürbiskernbärsche. Ich hasse dich. Ja, und ich habe sie alle am frühen Morgen gefangen. Belohnungen dafür sind überschaubar. Oh, so ein junger Forellenbarsch gibt Belohnung 4. Ah, immerhin. Erfahrungspunkte 15. Und mein größter ist. Naja, gut, der junge Forellenbarsch, ne? 29,6 Zentimeter. Mit dem Regenwurm. Maximales Fischgewicht. Achso. Totales Gewicht, 4 Kilo. Ne, das kann ja nie sein. Ach, das ist das, was ich behalten kann, oder was? Ein blauer Sonnenbarsch. Lepomis macrochirus. Ach man, ich hab mich schon... Süßwasserfischen in Nordamerika. Wieder heimisch. Verhakt. Er lebt in Bächen, Flüssen, Seen und Teichen. Ja, ich möchte meine Angelsehne kappen, du Pisser. Die Fische sind Allesfresser und ernähren sich hauptsächlich Wasserinsekten und Fisch. Ich höre nicht auf, bevor ich nicht so einen verfickten anderen Fisch gefangen habe. So!
Super, hier steht junger Forellenbarsch. Als Beschreibung ein kleines Exemplar. Das ist aber der größte Fisch, den ich habe. Wie kann ich denn die Sachen jetzt... kriege ich da die Belohnung automatisch für oder muss ich die irgendwie verkaufen? Keine Ahnung. Womit hast du den gefangen? Mit Würmern? Mit Würmern, ja. Alles klar, dann packe ich jetzt mal Würmer drauf. Und dann die Angelrute auswerfen. Auf ganze... 3 Meter. Ne, 3 Meter sind mir zu wenig. Geh fischen. Oh, fischen gehen. Ja. Ha. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, also alles in allem... Au, da hat was gebissen, Ach, wieder ein blauer... Oh, ein blauer Sonnenbarsch. Ich habe mal wieder einen blauen Sonnenbarsch gefangen. Scheiße. Schön. Und was hast du so den ganzen Tag gemacht? Ach, ich war angeln. Am PC. Ziehen, anschlagen... Gezielter Auswurf. Wie mache ich denn einen gezielten Auswurf? Keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja, ich habe mit Regenwürmern geangelt die ganze Zeit, ausschließlich. Und das mit dem kleinen Exemplar, das war schon eine schwierige Nummer. Schon wieder ein blauer Sonnenbarsch. Wenn ich jetzt... Ja, fuck. Wurde aus dem Wasser gezogen, bevor der Fisch angebissen hatte. Ja, toll. Musste ein bisschen abwarten. Er muss mal ein bisschen Gas geben zwischendurch. Dann musst du ziehen. Zack. Anschlagen. Ja, ja. Ich bin jetzt auch mal bei der zweiten Angelstelle. Mal gucken. Giftsnake Schnüre ist gerissen. Also ich muss ja sagen, ich stelle mir gerade vor, du hast dieses Spiel mit mehreren und sitzt dann nebeneinander und guckst dir das an. Ich weiß doch nicht. Also jedes Mal, wenn dein Nachbar anbeißt. Das könnte Potenzial haben. Das sollten wir auf jeden Fall einen Stream zu machen. Das sollten wir, wenn das wir. Ah, wieder zu früh! Deine Mutter zieht zu früh raus. Nein, dein Dad. Nein, deine Mutter. Ich krieg die jetzt nicht mal mehr auf 5 Meter geworfen, die Angelschnur. Das ist auch völlig überflüssig, braucht man nicht. Ja, immerhin mal 4 Meter. So. Also ich stelle mir gerade vor, du hast so den Multiplayer-Modus und es sitzen alle nebeneinander. Und also, ne, du siehst, jeder sitzt an seinem PC und man sitzt nebeneinander und angelt. Also vom Umfang des Spiels, Potenzial ist da. Du hast verschiedene Angeln, du hast verschiedene Köder, du hast verschiedene Fische, alles gut. Ich frage mich, ob dann, der hat schon wieder was? Die Angelrute wurde aus dem, bevor der Fisch anbeißen konnte? Was ist denn das? Du musst ein bisschen warten. Ich bin ungeduldig. Also da ist halt die... Nee, das war zu kurz. Die interessante Frage, gibt's dann in-game, also so Voice-over-IP, dass du dich quasi in-game unterhalten kannst nebeneinander? Und hat das dann Einfluss darauf, wie gut die Fische anbeißen? Weil man weiß, jeder weiß ja, dass wenn man angelt, man leise sein muss. Damit die Fische besser anbeißen. Es wäre ja interessant, wenn du jetzt dieses Spiel hast und man sitzt nebeneinander und die Engine berechnet, ob oder kriegt mit, wie viel Voice-over-IP gerade stattfindet. Und wenn das zu viel ist, beißen die Fische nicht. Weiß keiner mehr, oder was? Genau.
Ich finde, das hat Potenzial, das Spiel. Auch witzig. Das wäre ein gutes Spiel für meine Schüler. Dann könnte ich mit denen üben.